Hi Leute, ich bin's wieder. Badengine115 oder auch Kevin. Ihr seht mal wieder ein Video seit langer Zeit. Diesmal jetzt nicht so ganz erfreulich. Trotz Anfang der Weihnachtsstimmung habe ich einige Sachen mal zu sagen. Ja, also die erste Sache ist, warum weil keine Videos mehr gekommen sind. Es lag einfach daran, mein Vater war im Krankenhaus. Ich hatte echt viel Arbeit. Immer noch bis jetzt. Ich schiebe das jetzt einfach mal dazwischen, obwohl ich jetzt eigentlich schlafen müsste, wegen der Nachtschicht und so. Es ging mir einfach nur darum, dass es wirklich so ist, dass jetzt schon wirklich gute YouTuber, ne, die unter uns wirklich sich immer viel Mühe gegeben haben, aufhören, weil sie einfach kein Interesse mehr haben, immer weiter die ganzen Dislikes zu kassieren oder blöde Kommentare und so weiter und so fort. Was ziemlich schade ist, ich kann sie aber verstehen vollkommen. Es geht aber nicht nur denen so, das geht eigentlich vielen von uns so. Mir auch. Es ist egal, was man zeigt, was man tut, was man macht. Man kriegt natürlich auch positive Kritik, da freut man sich unendlich drüber. Es ist ja auch okay, wenn man wirklich eine schlechte Kritik mal abgibt, aber dann auch, man muss auch einen Grund haben. Und nicht einfach immer nur Daumen nach unten, scheißegal, ja, um in einer reinzuwirken. Oder einfach immer blöde Kommentare, die Kamera ist nicht in Ordnung, oder der Ton ist nicht in Ordnung, und das ist scheiße, und dies ist scheiße. Ist ja okay, wenn man es einmal sagt, kein Problem. Aber wir sind keine YouTuber, die jetzt hier wirklich Geld wie Dreck verdienen, ne, die, sich 1000 Sachen kaufen können, damit ihr noch eine bessere Qualität habt. Wir haben echt nur das, was wir haben, das benutzen wir auch. Ich habe mein Handy, mein S7, das reicht mir. Die Qualität war bis jetzt auch nicht schlecht. Ihr könnt eigentlich alle froh sein, dass wir euch wirklich so viele Einblicke in unser Privatleben geben, ist einfach so. Ich mache das ja eigentlich nur, damit ihr mal sehen könnt, was ich so sammle. Und ihr macht das ja ganz genauso, ne? Alle YouTuber, die jetzt angesprochen fühlt, ihr wisst ja Bescheid. Ja, und die ganzen Zuschauer, die zugucken. Es ist ja alles top, wenn ihr uns Kriterien gibt, was man besser machen könnte und nicht. Aber die ganze Zeit immer dieses Ekelhafte, dieses Beleidigende, was da drunter geschrieben wird, teilweise bei verschiedenen. Dann einfach immer weiter Daumen nach unten. Blöde Sprüche und jedes Mal Daumen nach unten, wenn einer mal einen Fang gemacht hat. Ja, man sieht richtig, dass es wirklich Leute gibt, die das einfach den anderen nicht gönnen. So, mir ist das eigentlich mittlerweile, bin ich ehrlich, scheißegal, was ihr unter meinem Video runterschreibt. Wenn es positiv ist, wie zum Beispiel der Levis SK, ne? Das ist ein Top-Girl, Supermoni top, Flo top, Retro Flo, ihr wisst Bescheid. Die sind alle top. So, und die, selbst die geben mir auch Kriterien und sagen, das und das könnte man besser machen. Das nehme ich auch gerne an. Aber wenn es wirklich nur darunter geschrieben wird, scheiße, scheiße, ja, scheiße, weil du jetzt einen Conker gekriegt hast, scheiße, weil du jetzt einen Tombi gekriegt hast, oder bei anderen, du sammelst nur PlayStation 1, du bist blöd, du sammelst nur Nintendo, du sammelst nur dies, es ist scheißegal. Jeder von uns hat einen anderen Kanal, einen Kanal, der eigenständig für sich ist. So, und wenn man halt mehrere Spiele hat als der andere, dann heißt das ja nicht, dass man besser ist, sondern einfach nur, dass er einen anderen Geschmack hat. Ich wollte das einfach nur mal sagen, ich weiß ganz genau, es gibt jetzt wieder einen Shitstorm, ist mir scheißegal, Leute. Weil jetzt lernen die Leute mich auch mal anders kennen, die immer meinen, einen immer abfacken zu müssen. Ich habe immer Bock gehabt, Videos zu machen, ne? Immer. Ich habe ja auch, bin auch nicht der Beste oder so. Ich habe wirklich, ich habe ja gerade mal 69 Abonnenten. Da bin ich auch sehr stolz drauf für mich. Mir reicht das vollkommen, ich brauche nicht mehr. Nur es nervt mich einfach, dass wirklich gute Leute, wie jetzt zum Beispiel Kaltduscher, schon die Schnauze voll haben, die immer super Laune verbreitet haben. Da war nie irgendwas bei denen. Ich habe sie auch persönlich kennengelernt. Auf der Messe, also in Bochum, auf der Börse. Top Leute, top Leute. An euch nochmal wirklich, egal ob ihr weitermacht oder nicht. Wir stehen immer alle hinter euch, ich auch. Ihr seid einfach top. Eure Videos gucke ich mir immer weiter an. Und Leute, knallhart. Die Leute, die keinen Bock haben, unsere Videos zu gucken, die sollen sich einfach verpissen und uns in Ruhe lassen. Und die Leute, die Bock haben, die können uns ja unterstützen. Wir machen gerne Videos dann auch zusammen. Oder ne, ich zum Beispiel mit Supermoni oder vielleicht auch mit dem Retrofloma. Ja, ich bin einfach froh, dass man solche Freunde hat, mit denen man zusammen das Hobby teilen kann. Das war die Ansage. Ja, noch nie eine Ansage gemacht. Ich bin momentan ja, viel im Stress, wie gesagt. Es kommen einige Videos auch mal bald wieder hinzu. Ich habe ja bald mal Urlaub, schätze ich mal. Und dann kann ich euch auch mal wieder was zeigen. Bis dahin, euer Kevin. Und bewertet immer gut, wenn ihr es gut findet.